Bonsoir, sehr verehrte Damen und Herren. Wunderbar, dass Sie heute Abend hier dabei sind. Und was macht eigentlich diese Kugel hier? Sie klingt. Sie klingt und sie läutet unsere Spielzeitpause ein. Denn sehr verehrte Damen und Herren, heute sind wir zum letzten Mal für Sie da vor der Spielzeitpause und dann sind wir am 10. August wieder für Sie da mit einem tollen Programm im August, unter anderem Dean Murphy, Marina Viotti und Echo, Jazzpreisträger Nils Wogram und noch weitere mehr. Seien Sie gespannt, bleiben Sie auf dem Laufenden. Ich verspreche Ihnen, es wird einen heißen Sommer geben. Eben. Heiße, und dir liegt auch noch was auf dem Herzen. Genau, heiße Themen, nämlich zum ersten Mal wirklich vielen, vielen Dank dafür, dass Sie und ihr uns so unterstützt. Und ich werde von vielen Leuten gefragt, wie finanziert ihr euch eigentlich? Und es ist tatsächlich so, dass zum allergrößten Teil wir uns durch eure und ihre Spenden finanzieren. Vielen Dank. Und ich werde auch häufig gefragt, was wäre denn ein angemessener Beitrag, den man leisten kann? Und ich muss dazu sagen, jeder Beitrag, der es angemessen erscheint und den Sie für wertvoll halten, ist für uns ein großartiger Beitrag. Also, wenn Sie uns unterstützen, sagen Sie es weiter, erzählen Sie es weiter, teilen Sie es mit Ihren Freunden und es wird ein schöner Sommer. Wunderbar. Und heute Abend, sehr verehrte Damen und Herren, haben wir einen wunderbaren Gast bei uns, Stefan Wirth, eine fabelhafte Persönlichkeit. Er wird hier bei uns am Klavier einige Sachen spielen, unter anderem von Beethoven die Bagatellen, ein Spätwerk, Chopin. Und dann wird er auch zu Ihnen sprechen. Ich verspreche Ihnen, es wird ein sehr spannender Abend werden, ein sehr schöner Abend. Und ich würde sagen... Darf ich nochmal die Glocke läuten? Okay, Marcel.
Thank you.
An dieser Stelle ergreife ich das Wort. Erstens, weil man mich darum gebeten hat. Zweitens, weil es sehr, sehr heiß ist gerade und ich eigentlich auch ganz froh bin, ein bisschen Pause zu haben, mir den Schweiß aus den Augen zu wischen. Es ist ein wunderschöner Sommerabend in Uertikon in der Alten Chemischen und ich bin sehr glücklich, hier sein zu dürfen. Sie haben Beethoven und Chopin gehört, die beiden Platzhirsche der Klavierliteratur, also eigentlich bis heute die berühmtesten und vielleicht auch gegensätzlichsten unter den großen Klavierkomponisten. Und dennoch gibt es Links zwischen diesen Stücken. Ich denke, Sie werden einverstanden sein. Vielleicht ganz kurz, es gab ja schon einen Podcast, wo ich schon ein bisschen was erzählt habe, darum vielleicht mehr ein paar kleine Details. Diese Bagatellen sind ja Beethovens letzte Klavierstücke und sind zumindest relativ weniger bekannt im Vergleich zur 5. Sinfonie, also zu den großen Blockbustern, natürlich auch bekannt, aber immer noch unterschätzt, denke ich. Es sind wirklich Miniaturen, die sich aber die quasi die Wände wegschieben. Also man ist in einer kleinen Form und plötzlich ist man in einer sehr, sehr großen Form. Spannend ist auch, dass es eine Art Lebensrückblick von Beethoven. Es gibt viele, viele Bezüge. Es beginnt sehr pastoral, Sie erinnern sich? Mit diesem schönen liegenden D, diesem Liegeton. Die Pastoralsonate etliche Jahrzehnte früher. Es ist auch spannend, wie in diesem pastoralen Stück mehr sogenannte kompositorische Arbeit steckt, wie man so schön sagt, etwas akademisch. Es ist ja spannend, dass es eigentlich ein ABA-Stückchen ist, so ein Lied, kann man denken. Es ist aber auch eine Art Bachfuge. Man merkt es nur nicht, aber die Themen kommen am Schluss nochmal. Also ich spiele mal das Thema. Und dieses Thema kommt in der Reprise, also im zweiten A-Teil, kommt das im Bass. Ich habe jetzt die rechte Hand noch leiser gespielt, damit Sie es auch hören. Spannend ist, sogar was jetzt kommt, kommt auch nochmal. Was nämlich kommt am Anfang ist... Thema kommt in der linken Hand und am Schluss kommt dieses Thema in der Terz verschoben in der rechten Hand. Also Sie sehen, es gibt wahnsinnig viel raffinierte Sachen und ich glaube, man muss die auch gar nicht merken. Also das ist eigentlich das Geniale an diesen Stücken, das ist mit so leichter Hand da hineingeschoben, dass man denkt, oh, das ist so pastorale Musik dabei, ist es ganz, ganz verdichtete Musik. Und das ist, was mich eigentlich so fasziniert in diesen Stücken, diese Dichte auf kleinstem Raum. Spannend sind auch Beethovens Pedal-Vorzeichen. Also ich habe zum Teil sehr viel, etwas zu viel Pedal gebraucht, während Sie denken. Und das steht tatsächlich. Es stehen Takte, Takte, alles im Pedal. Berühmt fünfte und erste Stufe, die beiden Stufen, die man eigentlich nicht verschwimmen lassen darf, die verschwimmen hier. Auch das hat Beethoven auch schon immer wieder gemacht. Auch das ein Rückblick. Und der letzte, wenn man so will, ergreifendste Rückblick ist ein wahrscheinlich biografischer Bezug zu seiner unsterblichen Geliebten. Es gibt Bände über Bände, ich habe sie alle nicht gelesen darüber. Sie finden auch auf Wikipedia Informationen. Es gibt diesen leidenschaftlichen Brief an die unsterbliche, ewige Geliebte. Und wer war sie? Viele denken, das war eine Fiktion, so ein Ideal, aber es gibt doch einige Kandidatinnen und herausgeschält hat sich Josephine von Brunswick am wahrscheinlichsten, ich erspare Ihnen die Details, weiß ich auch nicht mehr so genau, es gab ein Treffen, das vereitelt wurde, alles ganz dramatisch und dieses Josephine, das findet sich, das ist ein Anagramm, Josephine, das findet sich im letzten Stück tatsächlich wieder.
es ist nicht, es steht nirgends, aber ich halte es schon für sehr wahrscheinlich, dass er hier noch einmal wehmütig auf eine verhinderte Liebesgeschichte zurückblickt. Beethoven blieb ja Single Zeit seines Lebens, sicher auch unfreiwillig. Er war ja dann wirklich gehörgeschädigt, ganz tragische Geschichte, vergisst man gern und wurde immer wunderlicher, hatte immer mehr Geld. Also als Geschäftsmann war er ziemlich tüchtig, aber das mit der Ehe wollte ihm nicht gelingen. Genau, an seinem Sterbebett sagt er noch zu Hummel, aber Hummel, er hat doch ein braves Weib und mir Armem, was bleibt mir? Also auch Genies sind nicht immer glücklich. Und wir gehen zum nächsten Genie, zu Frédéric Chopin, auch eher bekannt für romantischen Weltschmerz. Auch bei ihm wieder nicht nur Weltschmerz. Sie hörten immer Zurken, in die sehr viel Weltschmerz, aber auch sehr viel Lebenslust hineinklingt. Für mich gab es einen Link zwischen dem letzten, zwischen der letzten Beethoven-Bagatelle und diesem quasi Rückblick, diesem Verschwimmen der Zeitebenen. Weil, und das hat mich dann an diese Chopin-Mazurken erinnert, das ist genau, was Chopin macht. Es gibt immer so eine Jetzt-Zeit, quasi der Tanz. Das war bei Beethoven dieses extrem diesseitige Reingestürme. Und dann gibt es diesen Rückblick und es ist wie so, die Zeitebenen verschwimmen. Man weiß nicht mehr, erinnert man sich, hat man geträumt und es gibt dann den Moment des Aufwachens. Und das ist in dieser letzten Chopin-Mazurka, die ich gespielt habe, sehr deutlich an folgender Stelle, wo er sich wie zu erinnern scheint an so einen Tanz, kreisend, wird dramatisch. Und er bleibt allein zurück und ist wieder im Hier und Jetzt. Dieser Erinnerung erwacht man plötzlich wieder. Also das ist nur so kurz dazu, diese Chopin-Mazurken sind eben auch wie Beethoven-Bagatellen kleine, bescheidene, hübsche Formen und gar nicht, weil sie werden sehr, sehr groß. Gerade diese letzte Mazurka geht ja so hin und her zwischen verschiedenen, sag mal, lyrischen und dramatischen Themen und irgendwann beginnt dann der Untergrund zu wanken und es beginnt wirklich diese Chromatik am Schluss, die wirklich zahllose Romantiker beeinflusst hat, Richard Wagner immer wieder an vorderster Stelle, da geht er wirklich plötzlich durch die Tonarten auf eine Weise, wie man in so einem kurzen Stück eigentlich nicht darf. Er macht da ein Fass auf. Man weiß gar nicht mehr, wo man sich befindet und ob man je wieder zurückkommt. Und man kommt tatsächlich zurück in äußerst tragischer, herzzerreißender Manier. Ich kenne kein Programm, aber das sind auf jeden Fall psychologische Vorgänge, die Chopin hier mustergültig einfängt in diesem Stück. So, ich glaube, wir können mit Musik wieder aufhören. Es geht weiter mit Tänzen. Und zwar mit Isaac Albenis Triana in der Fassung von Leopold Godowsky möchte ich heute enden. Dieses Stück, wie soll man sagen, ist ein sehr bekanntes Stück von Albenis und auch ein sehr berüchtigtes Stück, sehr, sehr schwer, sehr unpraktisch. Das ist eben lustig, Albenis war ein äußerst erfolgreicher Pianist und als er dann sein bedeutendes Werk, die Iberia, schrieb, hat er lange nicht mehr konzertiert und es ist tatsächlich eigenartig unpianistisch geschrieben. Trotzdem genial, also viele spielen das, es ist wirklich eine farbenfrohe, festliche Musik, auch mit vielen so scharfen Dissonanzen. Debussy hat das sehr bewundert, von einem anderen Stück von Albenis sagt er, er wünschte, er hätte es selber geschrieben. Und jetzt hat Leopold Godowsky sich der Sache angenommen. Sie kennen vielleicht Godowsky, auch wieder berühmt berüchtigt als,
Arrangeur von bereits ziemlich fertigen Stücken der Klassik und Romantik, besonders der Chopin-Etüden, und hat jetzt hier sich eben, ich sage nicht vergriffen oder sich betätigt, also ich finde es ja ein tolles Stück. Auf jeden Fall, genau, es bleibt kontrovers, er hat eine neue Fassung gemacht von Triana, die pianistisch gleichzeitig schwerer und einfacher ist. Also er macht noch x Schwierigkeiten rein, chromatische Mittelstimmen. Einige Passagen sind aber fast pianistischer gelöst. Und ein Bewunderer von Godowsky, Sorabshi, ein englischer Komponist, etwas in Vergessenheit geraten, verrückter Typ, verrückte Musik, meinte, dass diese Version von Triana mehr Triana sei als Triana selbst. Also er fand, Godowsky hat hier etwas hervorgezaubert, das irgendwie drin war, aber das er wie deutlicher gemacht hat. Ja, in diesem Sinne viel Vergnügen. Thank you.
Sehr verehrte Damen und Herren, Stefan wird am Klavier heute Abend hier bei uns bei Digital Concerts live hier aus dem Atelier Klang und Raum. Vielen herzlichen Dank, lieber Stefan, dass du hier heute Abend bei uns bist mit diesem unglaublich farbenreichen, facettenreichen und interessanten Programm. Herzlichen Dank. Und das führt mich noch zu einer kurzen Frage. Du bist ja nicht nur ein fabelhafter Pianist und Musikerzähler, sowohl am Klavier als auch mit dem Mikrofon, wie wir das herrlich, wie ich finde, erleben konnten. Deine mitreißende Art hat mich auch wirklich sehr mitgerissen, ich kann es gar nicht anders sagen. Du bist auch nicht nur ein Musikerzähler, sondern auch ein Musikerfinder. Das heißt natürlich auch als Komponist unglaublich. Deine Oper hätte jetzt ja in Zürich A Girl with a Pearl Earring aufgeführt werden sollen, am Opernhaus Zürich. Kurz vor dem Probebeginn musste dir das Corona-bedingt verschieben. Du hast mir vorher gesagt, 2022 wird das nachgeholt. Also ich werde da sein. Auf jeden Fall. Ich glaube, Sie, sehr verehrte Damen und Herren, zu Hause auch. Und jetzt würde mich noch kurz interessieren, was sind denn, du hast sicher auch noch andere Pfeiler im Köcher, was sind so deine nächsten Projekte? Du hast etwas gesagt vom Ensemble Proton in Bern und mich würde noch interessieren, was da die nächsten Kompositionen so, ob du schon etwas verraten kannst, vielleicht kannst du auch gar nicht so viel verraten. Doch, ich verrate gerne viel. Und das ist ein Stück für das Ensemble Proton aus Bern, das ich gerade fertig geschrieben habe, das heißt Brache. Vielleicht hat es auch mit dieser Zeit zu tun, eine Brache, es passiert eigentlich nichts, es liegt brach, es sind so schwere Lasten der Akkorde und am Schluss, wie das bei Brachen so ist, kommt ja die Frucht wieder und am Schluss gibt es ganz viel frenetische Aktivität. Ich habe das für ein ganz spezielles Ensemble geschrieben mit Strohgeige, Strohcello, Moog Synthesizer, Luperphon, Kontraforte und so weiter. Schauen Sie es auf Wikipedia. Also viele, auch mir bis an den noch nicht bekannte Instrumente, in die ich jetzt eingearbeitet habe, ist immer sehr spannend für einen Komponisten, wenn er neue Instrumente entdecken kann. Unglaublich. Es gibt also noch Instrumente, lieber Stefan, die du nicht kennst? Ja, jede Menge. Ja. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Doch, interessant. Sehr interessant. Vielen herzlichen Dank. Also ich werde ganz bestimmt reinhören. Sehr verehrte Damen und Herren, das war's. Schon nun von meiner Seite, von unserer Seite. Vielen herzlichen Dank nochmals, lieber Stefan, für diesen atemberaubenden Abend. Ich bin absolut begeistert. Sehr verehrte Damen und Herren, das war's von uns vor der Spielzeitpause. Wir sind, wie gesagt, am 10. August wieder für Sie da und wir freuen uns riesig. Wir haben ein ganz tolles Programm für Sie in petto. Seien Sie gespannt, bleiben Sie uns treu, haben Sie eine gute Woche und heben Sie sich Sorge.